Ich bin gebürtige Karl-Marx-Städterin. Das? Ich bin gebürtige Karl-Marx-Städterin. Ich bin nach der Wende aufs Land gegangen und bin dort niedergelassen als Internist in einer beruhigen Kleinstadt und habe mir geschworen, nach 89, ich werde nie wieder politisch. Jetzt stehe ich hier, ich glaube, ihr ahnt, das hat nicht geklappt. Ich bin eigentlich immer für Vernunft eingestanden und habe natürlich die Pandemie schon im Dezember, Januar beobachtet. Ich dachte, hey, was kommt auf uns zu? Viren machen an Grenzen nicht Halt, ist mir logisch. Und wenn man natürlich alle Leute aus China zurückholt, dann wird irgendwo das Virus mitkommen. Ich habe Italien mitgesehen, ich dachte, um Himmels Willen. Als ich aber dann unsere kleine Welle erlebt habe, habe ich gesagt, okay, so schlimm ist es nicht. Ja? Und es ist auch so, für Chemnitz, wir haben derzeit 2 Patienten auf der ITS nicht beatmet. Ja? Zwischen 12 und 15, die leicht krank sind. Wir haben in Stolberg im Moment keinen, das heißt, ich weiß es von vor 3 Tagen, heute nicht. Wir haben in Annaberg ein paar Leute. Okay, aber das ist keine Katastrophe. Wir haben Influenza-Kranke, Tote viel, viel mehr gehabt. Ja? Und ich stehe jetzt vor einer großen Entscheidung. Der Brief wird morgen reingesteckt. Ich fahre seit 1989, dem 4. Oktober, Rettungsdienst. Das sind 31 Jahre und ein paar Tage. Ich wünsche mir, dass ich morgen meinen Abschlussdienst fahren darf. Nach dieser Rede bin ich mir dessen nicht sicher. Ich muss es so sagen. Der Grund ist der, es gab bisher keine Anweisung, da muss ich sagen, unser Rettungszweckverband hat es versäumt, die Ärzte anzuweisen, bei jedem Einsatz Maske zu tragen. Mund-Nasen-Schutz. Ich habe das nicht getan, weil ich seit 1989 die Erfahrung habe, dass ich bei einer Unterzuckerung, bei einem Unfall oder bei einer Transportverweigerung sicherlich keine Maske brauche, wenn dort kein infektiöses Geschehen ist. Ich glaube nicht, dass diese Erfahrungen in den 31 Jahren falsch sind. Ich habe mich nie angesteckt, weder an Tuberkulose, was wir immer mal hatten, noch an der ersten Patientin, die in unserem Landkreis Erzgebirge verstorben ist, die ich Anfang April gefahren habe, damals ohne Schutz. Wir hatten nichts. Ja? Und der Herr Spahn hat nicht vorausschauend denken können, dass das Virus ja zu uns kommt und wir natürlich auch Schutz brauchen. Ja? Ich bin vom Zweckverband alleine gelassen worden. Ich habe diesen Test selber bezahlen müssen. Da hat sich keiner gekümmert. Jetzt muss ich Maske tragen. Ich werde also morgen Dienst machen, ohne Maske, sei denn es infektiöses Geschehen da. Ich werde sehen, ob das geht. Es ist wahrscheinlich mein Abschluss. Ich werde nicht mehr zugelassen. Ich bin nicht zu gebrauchen im Rettungsdienst. Das wird mir sicher geschrieben werden. Der Brief geht aber morgen erst in die Post, nicht heute. Es kann aber sein, aufgrund dieser Rede werde ich morgen vom Dienst abgelöst und dann wird es keinen Notarzt geben. Auch am 24.12. habe ich das erste Mal seit 25 Jahren frei und habe Zeit für Familie. Seit 25 Jahren fahre ich Rettungsdienst am 24.12. Das ist mein persönliches Pech, dass ich der Wahrheit verpflichtet mich fühle. Was aber, weshalb ich hier auch zu Dr. Bodo Schiffmann gegangen bin, sagen möchte, es gibt eine klare Anweisung, dass allen Patienten, allen, bis auf denen, die wirklich auf dem letzten Loch pfeifen und nach Luft japsen, diese Maske aufgesetzt wird. Es werden auch Patienten, die mit Herzinfarkt eingewiesen werden, bekommen Masken drauf. Ich selber mache das selbstverständlich nicht und wenn der Rettungsdienst vor mir da ist und das getan hat, wird als erstes die Maske runtergetan. Aber ich habe Beschwerden von Hausärzten bekommen, die genau das erlebt haben.
Und sie bekommen vom Rettungsdienstpersonal gesagt, nicht von den Notärzten, sondern von den Rettungsassistenten, dazu sind wir verpflichtet. Wenn ich dann nachfrage, die haben einfach Angst vor arbeitsrechtlichen Schritten. Da kann ich zehnmal sagen, Leute, tut euch zusammen. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt keine Rettungsassistenten. Und wenn ihr alle sagt, nein, kann nichts passieren. Diese Kollegen wissen alle, dass hier was falsch läuft. Aber sie haben alle Angst vor arbeitsrechtlichen Schritten. Ja? Es regiert hier nur noch die Angst. Und da muss ich sagen, Leute, ich kann das nicht, ich will nicht mehr so mitmachen. Ich hatte dann vor 2 Wochen... Ich hatte vor 2 Wochen die Möglichkeit, diesen Bus zu sehen. Ich dachte, okay, hat man Platz. Es hat nicht geklappt, ich denke, viele waren da. Dieser Platz hier ist viel, viel, viel besser. Danke für vor 2 Wochen die geplatzte Situation. Das ist viel besser. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, dem Dr. Bodo Schiffmann meine Telefonnummer unterzujubeln und unterjubeln zu lassen. Hatte Kontakt mit ihm und er hat mir einen Tritt in den Arsch gegeben und das war richtig. Ich hätte mir nie getraut, in meinem Leben ein Video online zu stellen. Ich kann zwar mein Handy bedienen, aber ja, okay. Inzwischen weiß ich, wie man Videos hochlädt. Auf das Erste habe ich eine Sache erlebt, das geht überhaupt nicht. Kollegen haben angerufen, Patienten haben angerufen. Es sind Leute mit Blumensträußen in meine Praxis gekommen. Ich weiß nicht, wie ich das klären kann, aber wir werden irgendetwas tun. Ja? So, ich würde hier jetzt enden. Ich bitte euch nochmal alle, steht auf, habt Rückgrat, erinnert euch bitte an 1989. Das ging ganz klein los, wo wir gedacht haben, was machen die montags dort auf der Straße. Jetzt geht diese Bewegung hier wirklich weiter. Steht auf, wehrt euch, stärkt eure Kinder, zeigt den Kindern, wie es geht. Ich habe selber eine Situation gehabt, wo ich froh bin, dass die Lehrerin dem Mädchen die Maske runtergerupft hat. Da war es nur ein Krampfanfall und wir mussten nicht reanimieren. Es kann mir keiner erzählen, dass die Maske gesundheitsförderlich ist. Es tut mir leid. Ja? Ich sage euch, steht auf, zeigt Rückgrat, schützt unsere Kinder, schützt unsere Alten. Ja? Die können sich auch kaum wehren, die dürfen ohne Attest oder mit Attest auch nicht in den Laden. Die sind abhängig seit April, dass sie versorgt werden. Das ist ein Witz. Ja, steht auf, dass diese Scheißsituation endlich beendet wird und auf normale Füße gestellt wird. Corona gibt es, aber nicht so, was hier passiert. Danke für den Mut.